Oh, das ist sogar ein Hexerauftrag. Gar nicht schlecht. Hab nichts gesagt. Gibt's da nochmal Moneten? Los, lauf! Ah, hier war das Dorf, wo die wilde Jagd war, ne? Oh, das sind Banditen. Banditos. Tötet, wenn ihr die Götter liebt. Lasst ihn nicht zu Atem kommen. Tot. So ein Nuttenpferd. Sei froh, dass ich dir nichts tun kann. Sonst hätte ich dir die Hammelbeine langgezogen, du. Das ist ja so gefährlich im Real Life, ne? Chat? So gefährlich im Real Life, wenn dir ein Pferd ins Gesicht tritt. Wenn da der Winkel falsch ist, kriegst du das Nasenbein ins Gehirn. Nur noch eine Hand übrig. Der Erzgreif hat einen oder dein Festmahl. Schädel knackt. Gibt's verschiedene Szenarien. Deshalb nie hinter einem Pferd stehen. Nur noch eine Hand übrig. Der Erzgreif hatte ein Festmahl. Die Mutter hat dem kleinen Greif wohl nicht beigebracht, nicht mit dem Essen zu spielen. Nur noch eine Hand übrig. Der Erzgreif hatte ein Festmahl. Die Feder eines Erzgreifs. Er muss sie beim Wegfliegen verloren haben. Hoffentlich ist das Nest in der Nähe. Wo schießt du hin, Geralt? Wieder Gift in den Händen. Aha. Das Horn nicht. Na, das Horn kriegst du in der Quest, die ich davor gemacht habe. Die übrigens noch nicht fertig ist. Ich habe, by the way, Chat, einen neuen YouTube-Channel entdeckt. Ein kleiner deutscher YouTuber, der auch Dark Souls Platin-Runs macht. Noch zum Nest. Ist da noch ein Nest? Da war doch kein Nest, oder? Das haben wir schon geklärt. Wir haben ja alles gemacht. Wir haben ja alle Fragezeichen gepumpt. Greif ist feuerresistent. Ja. Habe ja auch die meiste Zeit Luft benutzt. Und da schaue ich gerade einen Dark Souls 1 Platin Run. Ja. Und danach werde ich mir einen Dark Souls 2 Platin Run gönnen, weil ich sowas einfach so gerne schaue. Ja, ich will den noch für mich behalten, Chat. Erst noch ein bisschen genießen, den Aal. Aber ich gebe ihm, glaube ich, mal einen dicken Shoutout. Wenn er das Niveau hält, sage ich jetzt mal. Willst du einen Blick auf unsere Waren werfen?
Ich habe gehört, dass es Probleme mit einem Greif gibt. Ja, er hat einige Dörfler nördlich von Krähenfels getötet. Die Leute haben sich beim Baron beschwert. Irgendwann hatte er genug von den Beschwerden und hat eine Belohnung auf den Kopf der Bestie ausgesetzt. Trifft sich gut. Ich könnte einige Kronen gebrauchen. Nun, die Leute erzählen viele schlimme Dinge über dich, aber ein Hexer bekommt seinen Lohn für getane Arbeit. Cash. müde Kreuzer. Das ist ja wohl eine Frechheit, Chat. Wir haben gekämpft wie ein Löwe. Schweinerei. Du bist zurück. Und? Hast du die Säure? Ich dachte, jetzt gibt's hier, richtig benutze dick sie mit Bedacht. 200 Kronen oder so. Das ist das Ätzendste, was es gibt. Ich weiß. Dort, wo ich herkomme, hat sie viele Männer verätzt. Die Rüstung ist bereit für den letzten Schliff. Wir werden bald sehen, wer besser ist. Fergus oder ich? Unser Löwe, ja. So sieht's aus. Aber immer noch besser als der eine Werwolf-Auftrag, wo wir 10 bekommen haben. Einfach 10 Kreuzer. Sieht sehr professionell aus. Gott, sind das hässliche Rüstungen. Willkommen, unerträglich. General. Die Rüstung ist fertig. Sie ist sehr schön geworden, wenn ich so sagen darf. Eher grob. Ich vertraue darauf, dass das Aussehen nicht der Qualität entspricht. General, ich habe ebenfalls eine Rüstung angefertigt. Werfen Sie einen Blick. Was soll das heißen? Boah, wie süß sie uns anschaut. Ist da egal, was ich antworte, Chat? Wir sind ja beides, ist ja auf ihrer Seite, ne? Ihre ist besser, ist die Meisterschmiedin nicht Fergus. Zweite? Gleich ehrlich, ja, okay, Chat. General, Joanna ist die Meisterschmiedin, nicht Fergus. Sie hat diese Rüstung angefertigt, um es zu beweisen. Um der Götter willen, Joanna. Was erlaubst du dir eigentlich? Temerien ist und bleibt wildes Land. Ungehorsam dieser Art würden wir in Nilfgaard niemals dulden. Wenn ich erklären dürfte, Herr General, ich bin nur dem Anschein nach Fergus Untergebene. Darauf haben wir uns geeinigt, denn niemand würde glauben, dass eine Frau besser ist als ein Zwerg. Du hast recht. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Aber du bist von deinen Fähigkeiten überzeugt. Dann wollen wir sie testen. Nicht mit Puppen, sondern im echten Kampf. Oho, was für ein Auflauf. Du da, leg diese Rüstung an. Ich wollte nur mein Pferd beschlagen lassen. Das ist keine Bitte. Oh nein. General, ich habe diese Rüstung für einen Mann gefertigt. Sie passt mir nicht richtig. Dann such dir jemanden, dem sie passt. Geralt, würdest du mir helfen? Was soll das für ein Test werden? Ich habe eine Rüstung bestellt, die Bolzen standhalten soll. Wie werde ich das wohl testen? Keine Sorge, Geralt. Diese Rüstung hält jedem Bolzen stand. Durch das Härten mit der Säure kann nur eine Ballista sie durchdringen. Geile Quest. Hilf mir bitte. Oh, bei dem Blick können wir doch nicht widerstehen. Ich würde sogar nackt für sie kämpfen. Wie Gott mich schuf. Ne, wir haben nämlich 3 Schwerter am Mann. 1 länger als das andere. Also gut. Hoffentlich bereue ich es nicht. Legt beide eure Rüstung an. Hey, der war nicht schlecht, Chat. Ich erwarte euch draußen. Unerträglich. Vor ein paar Jahren hättet ihr mir noch Rücken geklopft und jetzt haut ihr mir wieder den Dolch in den Rücken. Zum Teufel, ich bin nur gekommen, um mein Pferd beschlagen zu lassen. 2 Schwerter und ein Dolch, also wirklich, was eine Frechheit. Der arme NPC! Er wollte nur Hufeisen für sein Pferd. Das ist ja wirklich, wirklich. Damals waren ganz fürchterliche Zeiten. Hä? Du hast nicht getroffen, Bro.
Hä? Bro, du hast nicht getroffen. Lebt er? Lol. Ja, aber die Rüstung taugt nichts. Steh auf. Ich will mir die Rüstung ansehen. Nicht mal eine Delle. Ich bin nicht leicht zu beeindrucken, aber ich muss zugeben, dass es dir gelungen ist. Wäre doch viel geiler, wenn der Bolzen so abgeprallt wäre, oder? Wohin willst du, Zwerg? Hör gut zu. Die Schmiede gehört ab jetzt Frau Joanna. Sie wird alle Aufträge der Nilfgaardischen Armee erledigen. Verstanden? Geil. Ja, klar und deutlich. Mach du mal deine Nägel. Deine Bezahlung für die Rüstung. Ich schicke jemanden, um sie abzuholen. Das ist ein richtiger Ehrenmann, der Typ. Hart und gerecht. So muss das sein für den Kommandant. Dann gehe ich wohl auch besser. Ich hole nur meine Sachen. Warte. Wir müssen nicht getrennte Wege gehen, Fergus. Du warst mir eine gute Hilfe. Wir könnten weitermachen. Nur ohne die Lüge. Schönes Ende. Sehr schönes Ende. Wir zwei sind vielleicht ein Paar. Gut, dann heiz das Feuer an. Wir haben einen Kunden, der eine Rüstung braucht, die eines Hexers würdig ist. Hammer. Ich wusste noch, dass die Quest gut ist, aber ich wusste nicht mehr alles. Du hast daran gezweifelt, dass die Rüstung dich schützt. Gib's zu. Meisterlicher Arbeit vertraue ich. Danach strebe ich selbst. Gott, sieht das hässlich aus, das Ding. Nach dem legendären Werkzeug auch an Geralt. Und der Säure des Erzgreifs gefragt, wenn du nicht wüsstest, was du tust. Vielen Dank für dein Vertrauen in mich. Gib uns ein paar Tage, dann ist deine Rüstung fertig. Komm, ich werde dir helfen, sie auszuziehen. Dir stehen jetzt die Dienste eines Meisterschmieds zur Verfügung. Beste Nachricht des Tages, finde ich. Warte einen Tag ab, das machen wir doch gerne. Wie läuft's eigentlich mit Lambo? Bist doch Millionär. Also Bruder, das war ja so fürchterlich. Diesen Beitrag, den wir da gelesen haben, ne? Steht da einfach, haben die da irgendwelche Zahlen reingewürfelt. Einfach irgendwelche Zahlen reingeflippt. Irgendwie Steuern oder so oder laufende Gerald, Nebenkosten kennen die nicht. Schön, dich zu sehen. Was kann ich für dich tun? Meine Rüstung. Geht es damit voran? Fertig. Ich habe die Verbindungen verstärkt und die Rüstung in Säure getaucht, wie es die Tradition meines Clans verlangt. Danke. Was schulde ich dir? Aber bitte. Ohne dich wäre ich gar nicht hier. Betrachte sie als mein Dankesgeschenk. Nimm sie. Möge sie dir gute Dienste leisten. Danke. Und du pass auf dich auf. Hexenjägerrüstung. Geile Questline, richtig geil. Direkt wieder an sie verkaufen. Ist wahrscheinlich eine schwere Rüstung, ne? Zeig mal her. Ah. Na, mittlere Rüstung. Oh, kann ich nicht mal anlegen. Kann man das gucken, wie es aussehen würde? Ich würde halt wenigstens sehen, wie sie gerne aussieht. Also ja, wir kennen sie ja. Ah, Vorschau. Jetzt sehen wir aus wie die Nuttenbengel aus Novigrad. Und schaut euch mal den Schritt an, das ist ja unerträglich. Tatsächlich hatten ganz viele Rüstungen und Hosen das Ding, ne? Einfach oben diesen Bund aufmachen. Und dann kannst du den Aal rausrollen lassen. Ist halt übelst easy peasy für zum Pinkeln gehen, ne? Und sehr nützlich, sag ich jetzt mal, in der Schlacht. Hä, haben wir die auch bekommen? Oder haben wir die gelootet? Oh mein Gott, was sehe ich hier? Warum haben wir die denn jetzt auch noch? Ja, okay, die hat sogar was. Die andere ist einfach nur fürchterlich. Die hat sogar was. Leider waren sie in der Unterzahl. Das ist bei der Katzenrüstung auch so. Hast recht. Stimmt, das war ja meine Hose. Ich habe einfach meine eigene Hose gejudged. Ja, moin. Der wissende Boss.
FF, Digga. Die haben sie gefesselt. So scheinig. Ah, dann speichere ich nicht. Geralt, schön dich zu sehen. Was kann ich für dich tun? Misaki, wo du recht hast du recht. Wäre bei mir gar nicht verkehrt. Es geht um eine Hexerrüstung. So. Überlegende. Okay, in 4 Leveln. In 4 Leveln können wir unsere Katzenschulenrüstung nochmal hochziehen. Die Ressourcen dafür haben wir und ist gar nicht so teuer. Schreibt's euch auf den Dacho-Chat. In 4 Leveln. Und meisterlich gefertigte ist dann Stufe 34. Also nochmal ein 5 Level mehr. Geil. Können wir mal nach und nach hochziehen. Und in dem DLC gibt es dann Großmeister. Großmeister. Ah, wie kann man sich denn so verdrücken? Genau, reparier mal hier. Zack. Ah, so angenehm, dass sie der Händler noch bei ihr nicht so leckt. Drehen wir mal wieder alles an. Sie hat auch immer einigermaßen viel Geld. Boah, für 500 Ocken können wir das Ding bei ihr verkaufen. Imagine, sie kauft wirklich das Zeug einfach zurück. Korrekt von ihr. Das ist wie, wenn ihr jemanden chat, ihr schenkt jemanden was zu Weihnachten und dann fragt er, ja, kaufst du es mir wieder ab? Beziehungsweise ja. Und dann kauft man es ihm wirklich ab. Wohl. Wie viel Kohle? Ja, stimmt, du hast recht, die bezahlt ja weniger als in Novigrad, aber egal. Ist jetzt passiert. Obwohl, ich habe gespeichert, ne? Ja, da muss man leider speichern. Geld ist Geld. Erschöpft und verwundet war Ciri im Sumpf zusammengebrochen. Ein paar Bauern hatten sie gefunden und zum Baron gebracht, dem selbsternannten Herrscher Velens. Der Kriegsfürst hatte sie aufgenommen und gesund pflegen lassen. Dann war sie nach Novigrad weitergezogen. Geralt, schön. Aber so geil, wie jetzt da steht, Rüstungsschmied, Meister. Aber stand davor nicht schon Meister dran? Jetzt hier halt Großmeister, ne? So, wir merken uns mal, wie viel Geld sie zahlt für die Rüstung. Einmal 546 und 107. 546 und 107. Leb wohl. Leb wohl. So von schrecklichen Wesen. Kobolde, Samovilas, Blender. Neu reinladen, um ein paar Kronen zu bekommen, aber den Typ kochen lassen. Wo du recht hast, hast du recht, Digga. Scheiß Kapitalistenschwein bin ich. Ein elendes. Guck mal. Das Geld braucht man ja im DLC für die guten Rüstungen. Was soll ich machen? Ne? Da müssen wir jede Krone mitnehmen, die wir kriegen. Na, das ist doch klar. Das Feuer ist gefeuert. Willst du einen? Doch, das ist es. Das ist verboten. Sofort aufhören. Die tanzen auf den. Willkommen, Will. Oh nein, wieder der Leckschmied. Zeig mal. Alter, wie lange Blackscreen ist. Okay, 500 irgendwas war, ne? Oh mein Gott! Ihr hattet so recht, Chat! Mein Twitch-Chat ist einfach ein 6-7-8-Head! Das ist ja so ein krasser Unterschied! Holy shit! Von 546 Taler auf 918! Ihr dürft niemals woanders was verkaufen! Der Typ ist einfach reich! Deshalb bezahlt er einfach fast das Doppelte. Und von 107 auf 180. Junge, also das lohnt sich ja so heftig, ne? Da nehme ich sogar das Leckmenü hier in Kauf. Ja, das ist schon so ein krasser Unterschied. Das muss man immer.
Das muss man immer machen bei ihm. Ich habe auch am Anfang des Spiels echt viel Stuff bei anderen verkauft, weil ich das noch nicht wusste. Ups, ich habe irgendwas verkauft, was ich nicht aufgepasst habe. Lol. Guck mal, sogar hier für so irgend so Muchtdinger gibt da 33 Taler. Beste Leben. Bis dann. Ich bevorzuge Letzteres. Brauchst du etwas? Wie viel Kohle jetzt? 39 Taler. Schmeckt. Ach ja, noch zur Bank. Mal wieder umtauschen. Ja, wir haben, glaube ich, wieder die ein oder andere Währung gelootet. Ich da. Ah! Mann, hab ich Hunger. Na, wir nähern uns wieder den 40.000. Allein 30.000 brauchen wir für den DLC-Händler. Ach du Scheiße, wo soll die ganze Kohle herkommen? Hallo? Da werden wir wohl ins Gellige noch ein bisschen tauchen müssen. Schade, Digga. Schade, schade. Yennefers Verdacht bestätigte sich. Ciri war tatsächlich ins Gellige aufgetaucht. Zusammen mit einem maskierten Magier aus einer anderen Welt. Dann hatten sie Hol Kredit auf ApoRed. Angelehnt. $30.000 für was genau? Der Händler baut dann seinen Shop aus damit. Ich weiß nicht, ob das trophäenrelevant ist, aber damit du den richtig geilen Shit bei ihm benutzen kannst, musst du ihm, glaube ich, insgesamt $30.000 zuschieben. Na, und das ist einfach... Das ist, ja, 75% von unserem Money. Hol den Brie aus dem Topf. Yennefers Verdacht bestätigte sich. Ciri war tatsächlich ins Gellige aufgetaucht. Zusammen mit einem maskierten Magier aus einer anderen Welt. Dann hatten sie gemeinsam gegen die wilde Jagd gekämpft, bevor sie durch Portale nach Velen geflohen waren. Dort endete eine Spur. Ja, ein bisschen später. So. Wir waren gerade in einer sehr längeren Sidequest. Vom letzten Mal noch. Und hatten dann die Werkzeuge besorgt für die Meisterschmieden bei der Borg des Barons. Ah, ein bisschen looten hier. Ein bisschen Kohle. Finde Jima. Jima. Soll denn der Bre sein eigentlich? Ah, hier sind noch Hinweise. Aha. Viele alte Spuren. Der Riese muss hier oft entlang gegangen sein. Und ist noch ein Schwert in der Kiste. Was meinst du denn mit unten? Ja, schon klar. Oh, nein! Hä? Bergziege Geralt. Wir müssen eh hier lang. Ja, im Original wäre ich tot. Auf Todesmarsch. Oh, an die Quest kann ich mich sogar irgendwie erinnern.
fand ich Blood Origin. War das das mit Witcher? Diese neue Witcher-Serie? Die habe ich nämlich noch nicht gesehen. Kann ich noch nichts zu sagen. Ich frage mich gerade, bin ich nicht falsch, Chat? Führt die Spur mich nicht dahin? Und ich tue die jetzt quasi... ja, zurücklaufen. Also bei der Serie gehen die Meinungen sehr unterschiedlich. Also sehr auseinander, Chat. Manche sagen, hey, geil, habe ich gefeiert. Und andere sagen, voll Schrott. Werd mir dann wohl ein eigenes Bild machen müssen. Obwohl, die Stufen gehen ja in die Richtung, ne? Aber ich soll hier in dem Gebiet untersuchen. Irgendwo muss hier noch was sein. Hier haben wir diese... Zeig mir die Vorratskammer, dann zeig ich dir die Mäuse. Neue Staffel Finnland-Saga. Meinst du dieses Valhalla? Habe ich auch angezeigt bekommen. Fand ich tatsächlich gar nicht schlecht. Vikings Valhalla. Staffel 2 am Start. Ich kann jetzt eigentlich nur noch dahinter schauen. Ach, Finnland-Saga ist ein Anime. Ja, im Anime-Game bin ich aktuell nicht so drin. Was ist da? Hier gibt es einen Keller, aber wie soll ich da hinkommen? Alko-Chest. One-Piece-Spiel spielen? Na, weiß nicht. Das ist eigentlich eher nicht so mein Genre. Also bin ich blind, Chat, oder wo soll hier ein Keller sein oder eine Falltüre? Habt ihr eine Idee? Ist doch auch nirgends ein Schalter oder so. Und die Schritte zurücklatschen... bringt mir, glaub, nichts. Guck auf den Boden. Fußspuren habe ich ja auch schon untersucht. Ist hier entlang. Gibt's nichts mehr. Aber die Quest zeigt mir in dem Gebiet an, dass ich was suchen soll. Sehr verwirrend. Dann untersuch mal wohl die Fußspuren. Ah ja, der eine Typ sitzt ja immer noch im Kochtopf. Jetzt, das hier sind die falschen Spuren, oder? Welche Richtung sind die denn? Jetzt weiß ich nicht, welchen Spuren ich folgen soll. Den menschlichen oder den Troll? Den Riesenspuren wahrscheinlich.
An den Balken im Haus wird ein Dreieck angezeigt. Ah, dann joggen wir nochmal hin. Ne, wir machen ja alle wieder Fitness-Chat, deshalb jeder Gang macht schlank. Auch Geralt muss Kalorien verbrennen. Sonst setzt bei ihm auch das Hüftspeck an. Ne, das hier kann ich anzünden. Meinst du das? Ich glaube, du hast dich verschaut. Hier geht gar nichts. Was ist denn das für ein nerviges Haus, Mann? Ja, Mytho fühle ich mit dem Pulli einsauen. Ich habe auch schon so viele geile Pullis von mir eingesaut. Mit indischem Essen und so. Ganz schlimm. Flecken gehen einfach nicht mehr raus. Unerträglich. Da habe ich wirklich angefangen, mir die Pullis auszuziehen. Einfach Oberkörper nackt essen. Einfach das Essen verlernt. Einfach das Essen verlernt. Passiert so schnell. Erinnert ihr euch an diesen etwas lilanen Pulli-Chat, den ich vor 2 Tagen oder so anhatte im Stream? Gestern indisch gegessen und ja, den Rest könnt ihr euch denken. Ich dachte wirklich, ich sehe nicht richtig. Unerträglich. Gewaschen, Fleck sieht man immer noch. Trümmerbruch. Okay, die Spuren kommen von da oben und die Menschenspuren gehen hier weiter. Schlabberlatz anlegen. Vielleicht muss man das machen, ja. Start, Fischhuren! Bitte? Nice, wir haben ihn gefunden. Endlich geht's weiter. Danke, Weißer. Ohne dich hätte das sicher länger gedauert. Und ich muss mich um Leif kümmern. Die Schweine haben ihm fast die Gedärme rausgerissen. Wir beide sind als Einzige übrig. Oh, stimmt. Du weißt es vielleicht noch nicht. Ich bin Chalmer an Kreid. Ich werde deine Hilfe nie vergessen. Geralt von Riva. Der Geralt von Riva? Aus der Ballade von der Zauberin und dem Hexer? Du lebst noch. Sieht so aus. Richtig, verzeih. Hab nur gedacht, dass alles so lang her ist. Mein Vater hat mir von deinen Abenteuern erzählt. Nun, was suchst du auf Undweg? Deine Leute. Was ist aus ihnen? Mister, kannst du dich ja mal wieder rausladen. Erst gab's einen Sturm und dann kam diese verfluchten Sirenen. Ich hab sie mit einem Hornwalhorn vertrieben. Viel Spaß, Reigeki. Aber eines Nachts war's plötzlich weg. Am nächsten Morgen hat der Riese uns überfallen, meinen halben Trupp zermalmt, hat Arvid gegen die Felsen geschleudert und sich Vigi unter den Arm geklemmt. Nur 4 haben es hierher geschafft. Aber wäre alles glatt gelaufen, dann wäre die Ballade über unser heldenhaftes Abenteuer verdammt kurz geworden. Eher totgeweiht als heldenhaft. Nein, die Götter wollen nur wissen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Bald haben sie ihre Antwort. Dein Vater hat mich geschickt. Er braucht dich auf Arzt. Freue mich auch auf die DLCs. Vater weiß, dass ich erst zurückkomme, wenn der Riese tot ist. Es hat sich was geändert. Auf Art Skellig wird das Schicksal der ganzen Skelligen entschieden. Sie bereiten die Wahl eines neuen Königs vor. Das Schicksal der Skelligen entscheidet sich hier. Wenn ich diese Tat vollbringe, haben die Götter mich zum Herrschen auserwählt. Die anderen Thronanwärter warten bereits in Kaer Trolde. Dann muss ich mich wohl beeilen. Zeit, dem Riesen gegenüberzutreten. Kommst du mit?
ich nehme an, du willst gegen den Riesen kämpfen. Mit mir oder ohne mich. Natürlich. Aber erst muss ich mich um Life kümmern. Ihn in Sicherheit bringen. Gierig, du. Was? Nein, der ist nur ohnmächtig. Gesippt. Hat nur etwas Blut verloren. Er ist tot, glaub mir. Ah. Er hat geschworen, seine Klinge ins Herz des Riesen zu stoßen. Bei den Lulu, Knochen moin. Seiner Vorfahren. Gehen wir. Sehr, sehr geile Mission. Ich sag's ja immer wieder. Das ist eine Nebenmission, die wir hier machen. Das Skelett ist sauber abgefressen. Aber da ist was neben ihm. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Jetzt her. Schmeckt dir das selber? Eine Level 7er Erscheinung macht trotzdem Damage. Verblutet. Das macht so Spaß. Die Fässer immer umblasen. Beeilung, kein Herumgetrödel. So wie Krach. Erstmal looten. Keine Eile, mein Lieber. Warum ist der Titel TikTok No Thanks? Kennst du nicht? Also du hast bei kein Better Twitch. Oder kein 7TV. No Thanks ist so ein Emote, wo du so... Ja, so. Nein, danke. Dieser verdammte Bastard ist riesig. Hab ich schon gehört. Also TikTok, nein, danke. Auch Minecraft, nein, danke. Also ich prinzipiell feiere das, dass jetzt die Streamer, zusammen wieder ein Game haben, was sie alle zusammen grinden können. Ist doch geil, dass Minecraft wieder einen Hype hat. Ich freue mich immer, wenn die Leute auf Twitch eine geile Zeit haben, ne? Sowohl die Streamer als auch die Zuschauer. Und ja. Das war's. Dafür bin ich jetzt hierher gekommen. Da war ja nichts drin, außer ein schmuddeliger... Sattel. Folan, weggestorben. In welcher Quest ist das? Witcher 1 der besten Spiele ist. Für mich das Spiel, beste Spiel vom Storytelling her. Grafisch und Kampfsystem ist halt God of War Ragnarök nochmal besser, aber vom Storytelling gibt es kein besseres Spiel als Witcher. Geralt, hilf mir, das zu zerstören. So kommen wir sicher zur Höhle des Riesen. Einfach kurz mal hier die Steine weggeräumt. Stadt. Es wird kälter. Luftstoß. Kann nicht mehr weit sein. Benutzen.
Vorsichtig. Ein falscher Schritt und er ist wach. Hey, schnell! Lass mich raus, bevor er aufwacht! Der Schlüssel müsste hier irgendwo sein. Warte. Weißt du, wie Viggy noch genannt wird? Der Spinner. Und das aus gutem Grund. Am besten bleibt er da drin, bis wir mit dem Riesen fertig sind. Was? Bist du jetzt völlig verrückt, Angret? Ich dachte, er wäre dein Kamerad. Das ist er. Deshalb weiß ich auch, was er tun wird. Also gut. Dann sollte er lieber im Käfig bleiben. Was? Das wirst du mir büßen, Angret. Willst wohl den ganzen Ruhm allein einsacken? Lass mich sofort raus! Oh mein Gott! Das ist wirklich ein Riese. Oh, ist der hässlich. Viggy, armer Kerl. Wir hätten ihn rauslassen sollen. Das ist nicht deine Schuld. Viggy war nicht gerade berechenbar. Vielleicht hätte er sich sofort auf den Riesen gestürzt, mit nichts als seinen Fäusten und seinem Schwanz bewaffnet. Schwer zu sagen, was passiert wäre. Vielleicht wäre der Kampf schlecht für uns ausgegangen. Danke für deine Hilfe, Weißer Wolf. Geralt, der Riesentöter. Ich sorge dafür, dass die Skalden davon singen. Hat das irgendeinen Einfluss-Chat, was man da antwortet? Wir haben ja schon genug Titel. Gönn ihm, würde ich auch sagen. Hjalmar, der Riesentöter, klingt besser. Es war dein Unterfangen. Du hast dir den Ruhm verdient. Chat richtig am Gönnermodus. Du hast recht. Verschwinden wir von hier. Ich will mich noch ein wenig umsehen. Gut, dann treffen wir uns am Strand, in der Nähe des Hafens. Die eiserne Jungfrau schon. Die Mission haben wir angenommen, aber noch nicht. Boah, 400 EP, oha. Aber war ja auch eine lange Quest. Was war meisterlich gefertigtes? Was haben wir bekommen, Chat? Meisterlich gefertigtes Silberschwert. Ist einfach schlechter. Na toll. Aber ein bisschen was wert. Oh, da wäre der Schlüssel gewesen. Was wäre denn gewesen, wenn man den... Wenn man den Bre rausgelassen hätte? Wäre er zum Riesen gerannt, aber der Riese greift dann ja sowieso an, ne? Aber er hätte überlebt. Okay.
Wo ist denn der... Wo ist die Quest hin, Chat? Wie hieß die Quest? War die Quest beendet? Nee, gell? Wenn du nicht auf Schnee gelaufen wärst, dann nicht. Ach so. Oh, ich kann ihn noch looten. Oh, 470 Kronen? Der hat ganz schön viel Cash dabei, der Riese. Na, haben wir doch noch gut hier zu looten. Hier sind zwei Charaktere weggestorben von der Quest. Ja, schade. Aber die sind nicht trophäenrelevant für die ganzen Verbündeten. Weil der Nachfolger, der Könige, also der neue König oder die Königin, derjenige kommt dann zur Entscheidungsschlacht. Und ja, die von der Quest hier, das ist egal. Sonst hätte ich mir das aufgeschrieben in den Notizen. Gerade kurz mit Nasenbluten geschoben. Also die Quest ist jetzt irgendwie komisch beendet, oder? Wo soll ich mich mit ihm treffen? Oder ist die Quest jetzt dann? Bin jetzt etwas verwirrt. Genau, so ist es, was du schreibst. Wenn die Frau Königin wird, schickt sie den Mann. Wird der Mann König, kommt er selber. Also in jedem Fall kommt der Sohn des Königs. Wenn nicht der Sohn. Ist Krachankret der Opa oder der Bruder? Vater. Und wer ist dann gestorben? Wer war König? Ja! Mund halten und kämpfen. Auge um Auge. Meisterlich gefertigter Sattel. Ich glaube, das Ding ist over mit Upgrades finden für Plätze. Wir haben schon so guten Stuff. Oh, einfach drei Relikt-Items. Wann God of War wieder? Morgen oder übermorgen? Gleich mal abchecken. Wäre geil, mal wieder ein Upgrade zu finden. Bin ich ehrlich.
Okay, an welchem Strand sollen wir uns mit ihm treffen, Chat? Hier? Oder woanders? Ja, na, wenn ich euch nicht hätte, Chat. Neckerschmecker. Wisst ihr, wo ich gerade offstream dran bin, Chat? Und zwar an an Assassin's Creed 3 Platin. Und es gibt in der Heimatsiedlung von Assassin's Creed 3 gibt es Spiele, die man spielen kann. Und da muss man bei allem eine Party gewinnen für eine Trophy. Da gibt es einfach Spiele, die habt ihr noch nie gesehen in eurem Leben. Und die KI ist einfach auf sehr schwer oder so eingestellt. Es ist wirklich unerträglich. Es ist wirklich unerträglich. Ich wurde von dem Typ in Mühle so weggestompt. Ich meine, Mühle ist ja eigentlich ein simples Game, denkt man. Aber was die KI mit dir macht, also der NPC, das ist wirklich, das ist unerträglich. Das ist einfach eine Frechheit, wie gut der ist. Nein, nein. Das war zu tief. Karma für Triss. Ja, ja. Du mich auch. Na gut, dann gehen wir mal unten zur Küste. Auf jeden Fall habe ich dann Mühle geschafft, weil ich es ganz gut kapiert habe irgendwann. Aber dieses andere Spiel mit diesen ganz vielen Steinen, das wird noch richtig ein Akt. Einfach irgendein Spiel muss man richtig lernen für eine Trophy. Verrückt. Dame? Nee, Dame könnte ich ja auch. Panorama. Genau, Panorama. Das sind so ganz viele Steine auf dem Brett. Haben wir jetzt das Schwert trotzdem? Panorama. Da ist er. Ihr hattet recht, Chat. Twitch-Chat weise. Segelst du zurück nach Arzgellig? Ja. Schließlich werde ich gekrönt. Ich habe den Riesen getötet und Weg zurückgewonnen und meine ganze Mannschaft verloren. Wer hat sonst noch seinen Anspruch angemeldet? Sicher Blaujung Lugos und Otrik, Svanrik. Und Ceres. Ceres? Meine Schwester! Aber sie ist... Sie hat alle überrascht. Und Vater? Hat er sie unterstützt? Er hat sie eine verrückte Expedition machen lassen? Er war nicht sehr erfreut. Besonders, weil Ceres es ihm vorher nicht gesagt hatte. Mir auch nicht. Sie ist nach Spikerok gesegelt. Allein. Allein? Was um alles in der Welt hat sie sich dabei gedacht? Sie wollte Udalric helfen. Glaubst du nicht, dass sie es schafft? Bei den Göttern. Ceres. Arbok, danke noch für den frischen Sub. Willkommen. Bist du zufällig auf dem Weg nach Spikerok? Nein, Blush, warum? Ja, da wollte ich hin. Gut. Danke, Geralt. Hoffentlich sehen wir uns wieder. Leb wohl, Ankret. War das jetzt egal, was ich da antworte? Erstmal den Hafen leerräumen.
Also er wird König, ne? Oder seine Schwester, richtig, Chat? Und ich habe mir in meinen Notizen aufgeschrieben, es ist nur wichtig, dass man sich zwischen ihm und seiner Schwester entscheidet. Einer von den beiden muss König oder halt Königin werden. Entscheidet man sich nicht, sondern enthält sich der Entscheidung, wird jemand anderes König und man kriegt aber keine Trophy. Deshalb ist es wichtig, sich entweder für ihn oder seine Schwester zu entscheiden für halt Trophy, ne? Deshalb habe ich hier auch meine Notizen. Aber Bruder, ich bin ehrlich zu euch, Chat, ganz kurz wieder Arschknattern gehabt, wo ich jetzt drüber nachgedacht habe, scheiße, in der Mission sind ja Leute gestorben. Brauche ich die als Verbündeten? Aber nee. Ich habe mir ja genau aufgeschrieben, welche Leute trophäenrelevant sind, die als Verbündeten zählen. Aber immer so ein bisschen so, huch. Angel Rush, moin. Okay, was machen wir? Und ihr hattet recht, ne? Die Mission ist irgendwie nicht richtig beendet. Der steht ja immer noch hier. Wie steht's, Geralt? Fragen wir mal das Du beides. Und Ciri, ihr seid doch zusammen aufgewachsen, zumindest teilweise. Ja, sie hat ihre halbe Kindheit auf den Inseln verbracht. Ist mir immer nachgelaufen. Ein dürres Ding war sie. Aber ihre Sprünge beim Eislaufen, die hat ja keiner nachgemacht. Einmal habe ich es versucht, da habe ich mir den Mund an einem Felsen aufgeschlagen. Und dann seid ihr zu Krach gelaufen und habt verkündet, ihr wolltet heiraten. Das hast du gehört? Ja, wir waren beide 12 Winter alt. Aber mein Papa hat mir die romantischen Fantasien aus dem Kopf geprügelt. Möchte wissen, wie es wäre, ihr jetzt zu begegnen. Einer von euch hat gefragt, wie sieht's aus mit einem Bloodborne Platin Run? Bruder, ich würde mein linkes Ei dafür geben, für einen Bloodborne Remastered. In besserer Grafik mit konstanten 60 Frames. Ich würde wirklich mein linkes Ei dafür geben. Dann mache ich dir einen Platin Run in Unterhose, Digga. In Unterhose im Whirlpool. Ich mach dir alles. Aber diese 30 FPS, die brechen mich einfach bei Bloodborne. Weil sie nicht konstant 30 FPS sind, sondern teilweise 20 FPS nur. Planst du noch eine Reise? Klar, der Eisriese war nur der Anfang. Außerdem sagen schon alle möglichen Trottel, so groß wäre er gar nicht gewesen. Und was ist mit den Leuten von Undvik? Ihr wolltet ihnen doch helfen, zurückzukehren und Urskar wieder aufzubauen. Ceres wird sich schon darum kümmern. Man könnte, Chat, das machen die Speedrunner, man könnte eine gejailbreakte PS4 sich besorgen. Da gibt es dann eine gejailbreakte Version von Bloodborne, die hat recht konstante 60 Frames. Nicht konstant immer, aber deutlich besser als das Original. Problem ist, ich weiß nicht, wie das da dann funktioniert mit den Trophies, ob die ganz normal freigeschaltet werden. Oha, was ist denn hier los? Einfach Angel Rush, Nuke Taxi und Zübbel mit 5 verschenkten Subs. Hintereinander. Vielen Dank, Chat. Gönnt mal eine Lippie und eine Bombe für die beiden. Aber dafür dann nur 720p. Achso, das ist dann die Einschränkung. Okay, das ist ein Bruch. Jetzt machen wir hier diese Questline. Mit den Druiden. Da meinte der Chat, gibt es eine Gewinnkarte. Dann fehlt uns wahrscheinlich nur noch eine. Hey, hoffentlich. Komm her! Ich hab dich rufen hören. Ja, ich hab auch gerufen. Ich danke Mutter Natur, dass sie an meiner Stimme nicht gespart hat, wie bei einigen anderen, die ich kenne. Weißt du, einer von uns, Egil, ist plötzlich stumm geworden. Keine Zauber und Tränke helfen ihm. Aber starke Gefühle und Erlebnisse können die Stimme wiederherstellen. Ich dachte, dass du vielleicht... Ich bezahle dich natürlich. Hab den Nullerspion. Du kriegst eine exzellente Quintkarte. Da sind wir doch dabei. Ich könnte es versuchen, aber ich weiß nicht, womit ich anfangen soll. Du willst, dass ich ihn erschrecke? Ja, gut, gut. Das müsste es sein. Erschrecken, irritieren, was auch immer. Aber du darfst ihm nichts antun. Gewöhnlich hält sich Egil bei der Heiligen Eiche auf. An die Quest kann ich mich auch erinnern. Arme betet wohl stumm um Heilung. Schocktherapie.
Bist du der stumme Druide? Oh ja, dumme Frage. Wann hast du deine Stimme verloren? Kannst du mir das zeigen, mit den Fingern? Wie charmant. Haben sie versucht, dich auf eine andere Weise zu heilen? Mit Tränken oder Kräutern? Nicht nur stumm, er scheint auch noch taub zu sein. Mit Reden kommen wir hier nicht weiter. Bis dann. Mit Reden komme ich hier nicht weiter. Zinntöpfe. Damit lässt sich viel Lärm machen. Vielleicht sollten sie gegeneinander schlagen, wenn er schläft. Vielleicht sagt er was, wenn ich sein Feuer lösche. Ein Hornissennest. Soll therapeutische Wirkung haben. Als Schocktherapie zum Beispiel. Ich habe sein Feuer schon ausgemacht. Jetzt mache ich's aus. Verpiss dich endlich, du! Oh nein! Mein Schweigegelübde! Alles umsonst! 3 Jahre! 3 Jahre lang kein einziges Wort! Keinen Piep! Bis heute! Du hast mich dazu gebracht, mein Gelübde zu brechen! Zufrieden? Bin reingelegt worden. Oh, tut mir leid. Ich bin reingelegt worden. Ich dachte... Uhuhuhu, mein tiefstes Mitleid. Jetzt geh mir aus den Augen, du Idiot. Kleiner Scherz unter Druiden, ha? Danke noch für die ganzen frischen Subs und Resubs, Chat. Danke für den Support. Kill ihn, Bruder. Hier mit eurem Killen direkt. Ha, ich hab ihn bis hier drüben klar und deutlich gehört. Gute Arbeit, Hexer. Deine Belohnung, wie versprochen. Stell dir vor, du sitzt im Gericht und hast einen Bonbon geklaut und einer hinter dir in der Reihe, ne, der gar nichts damit zu tun hat, schreit, boah, der hat einen Bonbon geklaut. Kill ihn! Und der Richter sagt, ab mit ihm, direkt an den Galgen. Ich werde nicht gern zum Narren gehalten, vergiss das nicht. Ihr Spinn. Sonst wirst du nächstes Mal sprachlos sein. Zeig mir her die Karte. Iovet. Skoyatel-Karte. Iovet. Oh! Alter! Einfach eine 10er Heldenspion-Karte von Skoyatel. Leckermäulchen. Din, 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 din. Din, diddle, diddle, din, din. Und ich meine, dafür war die Mission war überhaupt nicht schwer, ne? Also wenn man noch eine gute, obwohl Skoyatel spielt man ja eigentlich nicht, ne? Nicht wirklich. Aber wenn man noch eine gute Karte braucht, kann man die sich easy holen. Du siehst müde aus, Weißer. So. Hier haben wir noch 3 Ausrufezeichen. Ich will jetzt hier schön Nebenmissionen pumpen, Chat. Ein paar Hexeraufträge. Irgendwo müssen die restlichen Gewinnkarten nämlich noch sein. Ob die DLCs in der Version schon drin sind? Ich hab sie noch zusätzlich installiert. Aber wenn du die Complete-Edition hast, dann lädst du quasi ein Spiel runter und da sind dann alle DLCs auch mit dabei.
ich alle Fragezeichen aufs Gellige machen. Ja, wahrscheinlich nicht alle. Außer wir brauchen richtig viel Cash. Dann gehe ich nochmal richtig dick abtauchen. Weil die ganzen Schmugglerverstecke und so, die geben schon gut Geld. Welches DLC magst du mehr? Da gibt es eigentlich nur eine Antwort. Blood and Wine, bestes DLC aller Zeiten. Aber ich bin auch mal gespannt, wie gut das Cyberpunk-DLC wird. Da verspreche ich mir eigentlich auch ein hohes Niveau. So, und obwohl ich, glaube ich, vor 4 oder 5 Jahren das Game gespielt habe, weiß ich noch, diese Nebenquest war richtig gut. Kann mich einfach dran erinnern, an dieses Haus. Darf ich stören? Ja. Oha, Rock Dude. Meine Gebete sind eh vergebens. Der reiche Boss. Ich habe gehört, du hast Schwierigkeiten mit einem Fluch. Ja, stimmt. Siehst du das? Den Pferdekopf auf dem Stecken. Ich weiß nicht, Lexor. Ein Nitzdang, eine Art Fluch. Habe ich schon mal gesehen. Ist eine ernste Sache. Er kann Unglück bringen, sogar den Tod. Ja. Der eingeritzte Name ist der von Tjalve, meinem Erstgeborenen. Der Junge hat Fieber, wird schwächer. Ich werde ihn vielleicht vor dem nächsten Mond begraben müssen. Ich wollte den Fluch aufheben. Ohne Erfolg. Ich kann dir helfen, auf eine von zwei Arten. Erstens, ich kann versuchen, den Urheber des Nitzdangs zu überzeugen, den Fluch aufzuheben. Zweitens, ich kann den Fluch auf den Verursacher zurückwerfen, indem ich dessen Namen auf den Stab schreibe. So oder so muss ich wissen, wer dahinter steckt. Aber ich habe keinem was getan. Ich wüsste niemanden, der mir das wünscht. Dann muss ich Nachforschungen anstellen. Ein Nitzdang, ein mächtiger Fluch. An der Stange ist ein Name eingraviert. Tjalve, Sohn von Lothar. Die Spur ist noch frisch. Ich sollte mich ein wenig umsehen.